Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind immer noch ein bisschen beim Auffüllen. Sind jetzt aber schon so weit, dass wir wieder unsere beiden Füllteams haben, die an unterschiedlichen Stellen auffüllen sollen. Während ich die Kamera zum Rhythmus der Musik bewege. Oh, die haben sich da schon mal eine super Abkürzung gegraben. Ja, und keiner sieht sich genötigt, da den einzelnen Brocken abzubauen. Aber sie haben es trotzdem irgendwie jetzt geschafft, die Steine alle einzusammeln. Ihr wisst, dass da auch ein Weg nach oben ist. Ah, je. Das kann ich schon mal so machen. Und ja, hier wird auch noch fleißig aufgefüllt. Könnte dich eigentlich nehmen und darüber verschicken, versetzen. Bei zwei sollten das hier auch irgendwann aufgefüllt kriegen. Ist aber schön zu sehen, dass sich unsere Steinvorräte wieder auffüllen. Und ja, hier ist es ein bisschen doof, dass ich die Größe nicht gleichmäßig gewählt habe. Egal. Planen wir schon mal den nächsten Quarry. So, größer geht er ja auch gar nicht mehr. So, eine Treppe brauche ich ja nicht eigentlich. Gut. Da ist der auch schon mal geplant. Wir können wieder hier runter gucken. Hier sind wir aber dann bald so gut wie fertig. Jedenfalls was die Ecke angeht. Also die Ecke hier, da müssen wir gucken, dass wir das hier auffüllen. Dann hier um die Ecke auffüllen, das wird ja auch wieder lustig.
Ja, genau den Block nicht gefüllt, der noch fehlt. Ja, also der am unpraktischsten ist. Und ihr lasst schon wieder Zeug hier liegen. So. Ja, das Muster, wie sie da abbauen, wird auch immer seltsamer. Das war zu viel. Oh, ihr habt hier ja schon ziemlich fertig. Gut. Dann ziehen wir mal in die Richtung, bis wir auf Gelb stoßen. Machen wir etwas schmäler. Ja. Das ist gut. Ne, so stoßen wir auf zu viel Gelb. So, Bestiol, toller Name. Kommt, um das letzte Loch hier aufzufüllen. Ja, hier klappt's auch. Etwas komisch, aber es klappt. Wie sieht's hier drüben wieder beim Steinbruch aus? Im Augenblick liegen keine Steine in der Gegend rum. Ich bin mal gespannt, was sie da die letzte Stufe machen wollen. Und da ist sie, die letzte Stufe. Das hier, muss ich jetzt sagen, sieht sehr interessant aus mit dem Gras. Vor allem, wenn man bei der ranfährt und die Texturen genauer betrachtet. Könnte man fast denken, man spielt Minecraft. Also so ein Erdblock neben dem Gras oder Laubblock.
Ja, Steine sehen in Ordnung aus. Wie weit seid ihr hier? Oh, sehr schön, ihr seid fertig. Dann dürft ihr gleich hier weitermachen. Dafür ziehen wir auch einen von hier drüben ab. Nach hier. Also ja, die Ecke ist gefüllt. Wir haben fast schon eben. Du machst komische Geräusche, wir können aber keine Bricktrons mehr rufen. Oh, tut euch das hell. Kamera spackt nicht so viel. Ja. Ja, hier wird langsam wieder alles eingearbeitet und eben gemacht. Ja, das wird langsam. Mal wieder nach dem Steinbruch gucken. Ja, natürlich. Gut, da hat sich das gut reguliert, muss ich jetzt mal sagen. Ah ja, langsam aber sicher, da ist wieder ein Stein übrig geblieben. Jungs. Der da will echt die unnötigen Ressourcen ab. Au.
Achso, du bist jetzt voll okay. Ja, das ist besser. Okay. Wie sieht's hier aus? Die sind fast fertig hier. Bin ich in die Richtung? Hallo. Das will ich genau. So. Da ist noch ein gutes Stück zu füllen. Hier kann ich auch etwas schmaler gehen jetzt. Ah, perfekt. Also ja, bei Tageslicht noch mal gucken, wie es aussieht, ob ich irgendwo Lücken übersehen habe. Ich kann nämlich im Dunkeln gerade schlecht was erkennen. Oh. Nee, die Ecke da, die war nicht beabsichtigt, die wegzuhauen. Ups. Naja, egal. Wird's langsam heller? Wo ist der Corrupt Moon? Da ist der Corrupt Moon. Also dauert es noch ein bisschen, bis es wieder hell wird. Und ja, ich hoffe mal, ich bewege die Kamera nicht zu so schnell, wenn ich mich hier drehe und so. Nicht, dass einem schwindlig wird. Wenn doch, dann bitte mir mitteilen, dass ich ein bisschen mehr Rücksicht oder wenigstens versuche, mehr Rücksicht zu nehmen. Bisschen weiß schon wieder nicht mehr, was er tun soll. Ich finde es eigentlich auch interessant, der Brimstone-Edelstein leuchtet nicht. Aber der abgebaute Brimstone leuchtet richtig hell. Er hat wahrscheinlich am Anfang nicht geleuchtet, nur wenn man Fackeln draus gebaut hat.